Die neue Skisaison ist bereits Ende Oktober traditionellerweise in Sölden gestartet worden und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Steilhang hier auf Krone TV. Zum einen werden wir die ersten beiden Riesentorläufe nochmal aufarbeiten, auf der anderen Seite natürlich auch einen Einblick geben in das Geschehen rund um das Präsidium. Roswitha Stadlober hat die Geschicke des österreichischen Skiverbandes übernommen und es gibt gleichzeitig einen Ausblick auf die Parallelrennen in Lech. Und an meiner Seite ist auch ein hochkarätiger Gast, nämlich Krone-TV-Chef Max Madalik. Servus. Genau, aber ich bin hier heute nicht in der Funktion des Krone-TV-Chefs. Sondern als Experte. Anmerken, muss man ja, sagen, ich war oder? Viele Jahre unterwegs mit dem Skizirkus, auch mit den Skispringern, ja. Mit den Skifahrern noch mehr. Habe viele Olympische Spiele mit ihnen erleben dürfen, Weltmeisterschaften. Und bin auch mit dem Präsidenten Peter Schröcksel und dem Ex-Präsidenten, darüber werden wir heute noch sprechen, auch in vielen Kontakt gewesen in letzter Zeit. Ja. Ja, also es dreht sich nicht nur um Skifahren heute hier bei uns, sondern auch ums Fischen, da werden wir dann später darauf zu sprechen kommen. Aber zunächst einmal zu Sölden ist immer wieder der Auftakt des Skizirkus Ende Oktober. Mhm. Du warst das ein oder andere Mal auch dabei. Welchen Reiz hat dieses Rennen vor Ort? Also wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll persönlich, ja. Mich hat es immer so ein bisschen rausgerissen, auch jahreszeitenmäßig. Ich bin noch nicht so ganz im Winter drin. Im Oktober. Für den Skizirkus selber ist ganz wichtig. Es ist für die Firmen wichtig. Die zeigen dort ihre neuen Modelle her, die zeigen dort ihre neue Skibekleidung her. Traditionell rund um Sölden ist immer relativ viel los, auch oben. Die Tage davor oder ein, zwei Tage davor ist dort auch, sind sehr viele Events. Die Skifahrer zeigen ihre neue Kleidung her. Die Skifirmen zeigen, wie gesagt, ihre neuesten Skischuhe, ihre neuesten Ski her. Also für die ganze Wirtschaftsmaschinerie des Skizirkus ist es sehr wichtig, ein sehr wichtiges Rennen. Und auch für die Österreicher ist es wichtig, weil dann wecken wir unsere Fans wieder auf und sagen, hallo, es geht los. Und bei den Männern und Damen gab es durchaus beträchtliche Ergebnisse. Bei den Männern hat Roland Leitinger den zweiten Platz hinter Marco Odermatt belegt. Katharina Linsberger ist nur Vierte geworden hinter dem starken Trio Schifrin, Gut und auch Vlhová. Kann man, glaube ich, zufrieden sein aus rot-weiß-roter Sicht? Ja, sowieso, total. Ja, bei den Damen also ein Ergebnis wie in der Champions League. Genauso hätte man sich's vorgestellt. Die vier Besten da ganz vorne. Jetzt, wie sich die Plätze aufteilen, das wird über die Saison hin sich sicher noch ab und zu durchmischen. Und ja, also ein tolles Ergebnis. Bei den Herren ist es der erste Stockerlplatz für Österreich seit 2016. Ja, das ist auch beachtlich, weil viele sagen, ja, der Hirscher ist nicht mehr da, wir sind nicht mehr so gut. 2016 war es zwar der Marcel Hirscher, aber er war noch aktiv, wie wir auch keine Stockerlplätze mehr gemacht haben. Also ja, sehr, sehr spannend. Ich hoffe, dass das für den Roland Leitinger die Saison auch ungefähr so weitergeht. Dann haben wir viel Freude vor uns. Ja. Ein gelungener Auftakt also in Sölden mit einem Stockerlplatz durch Roland Leitinger. Wir starten in den ersten Beitrag hinein und zeigen Ihnen ein Best-of der Rennen in Sölden. Die Podestpremiere für Roli Leitinger in Sölden. 700stel haben auf Marco Odermatt gefehlt, aber unterm Strich, glaube ich, ein rot-weiß-rotes Ergebnis, Max, mit dem man leben kann. Ja, voll. Und natürlich geile Bilder aus Sölden. Also das ist das, auf was wir immer warten. Wir wollen schöne Skibilder sehen. Und die Skination Österreich liebt solche Bilder. Und das wollen wir die Saison weitersehen. Und ich hoffe, der Roli Leitinger wird uns die Saison noch viele solche Bilder bescheren. Ein Sportler mit Ecken und Kanten, wie man so schön sagt. Aber er zeigt sich auch von seiner weichen Seite in seinem kurzen, knappen Statement nach dem Rennen. Ist ein cooles Ergebnis. Muss ich sagen, hätte ich auf jeden Fall genommen, wenn das alles vor dem Wochenende jemand gesagt hat. Dass so gut funktioniert, ist natürlich super. Und ja, ist dann doch ein bisschen die 700stel irgendwo zu suchen, ist gleich mal im Steilhang, ist das gleich mal beieinander.
Rudi Leitinger also nochmal abschließend auf dem zweiten Rang gelandet. Für einen weiteren Österreicher gibt es zumindest in den nächsten Wochen leider keine Rennen. Eine Hiobsbotschaft hat uns am Mittwoch erreicht, Max. Marco Schwarz wird ausfallen, das mindestens 6 Wochen, ein Einriss im vorderen Syndesmoseband. Wie schwerwiegend ist das? Und für einen jungen Sportler wie Marco Schwarz, der vielleicht so eine langwierige Verletzung noch nie hatte, umso schwerer? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube sogar ein Vorteil, ja, weil umso mehr Verletzungen du hast, davon kann der reine Herbst zum Beispiel ein Lied singen, umso zäher wird es irgendwann dann auch zurückzukommen und sich jedes Mal wieder raufzuarbeiten. Der Marco Schwarz wird das top machen. Man muss dazu sagen, auch das gehört leider zum Skiwinter dazu. Man merkt, es hat so richtig begonnen, indem die Sportkliniken wieder voll werden. Das ist halt leider, das ist beim Skifahren der Fall. Da gibt es Verletzungen. Müssen wir mal auf Holz klopfen, dass wir heuer sehr wenig haben. Ja. Und der Marco Schwarz ist ein Kämpfer, der ist ein Viech, wie man so schön sagt, der schafft das schon. Ja. Das Moseband ist unangenehm, ist eine blöde Verletzung, das dauert. Aber die Athleten vom ÖSV, ohne da jetzt irgendwie die Werbetrommel rühren zu wollen, sind einfach top betreut. Ich kenne viele der Ärzte. Ich bin auch schon von denen operiert worden, zum Teil, weil ich selber schon einige Verletzungen hatte. Das ist die beste Betreuung, die es weltweit gibt. Die internationalen Skistars gehen auch zu unseren Ärzten. Also betreut ist er perfekt. Es wird aber Zeit dauern. Und dann ist beim Skifahren immer das Thema, selbst wenn du wieder fit bist, die Sicherheit zu finden. Und das wird dann natürlich auch für den Marco Schwarz ein Thema werden. Mhm. Aber jetzt muss man trotzdem sagen, nach der Ära Hirscher war Marco Schwarz der konstanteste Fahrer in den technischen Disziplinen. Was könnte das jetzt auch für Auswirkungen haben auf andere Fahrer, die vielleicht jetzt noch mehr Druck verspüren, da Marco Schwarz vielleicht der Mann war, der vorangegangen ist? Die Antwort haben sie eigentlich schon vor der Verletzung der Rolli Leitinger ein bisschen gegeben. Also da gibt es genug Gute, da wollen wir überhaupt keine Sorgen. Es wird Rennen geben, wo wir vielleicht Wehklagen danach haben werden, weil wir keine Fahrer in den Top Ten haben werden. Das wird passieren, das wissen wir. Also wir haben nicht mehr den Fahrer, wo wir sagen, der ist immer vorne, ja? Wie den Marcel Hirscher. Da hat es weltweit aber auch nie viele gegeben, bei denen man das sagen konnte. Aber wir haben eine gute Truppe, wir haben gute Fahrer, wir sind breit aufgestellt. Und deswegen machen wir keine großen Sorgen. Es wird wie immer, wie jeden Skiwinter, werden wir 2-3 Wochenenden haben, wo wir sagen, jössas, na, das gibt's nicht. Ja, die waren überhaupt war eine Katastrophenleistungen und dann werden wir auch wieder viel Freude haben. Da bin ich mal ganz sicher. Ja. Also, Marco Schwarz fehlt uns die nächsten Wochen, wahrscheinlich auch in diesem Kalenderjahr, das für ihn gelaufen ist. Aber er hat sich schon mal zielgerichtet gezeigt und in Richtung Olympia 2022 geschielt, wo er dann auch um eine Medaille mitfahren möchte. Max, bevor wir weitersprechen, schauen wir zunächst auch mal in das Statement von Kathi Linsberger hinein, die leider Gottes nur Vierte geworden ist in Sölden. Ich denke, ich habe sehr gute Schwung gezeigt, auf den kann ich aufbauen. Und es hat mega viel Spaß gemacht zum Fahren. Ja, ich weiß natürlich, 3 waren da schneller. Ich meine, Gratulation an dir. Und ja, ich werde mich einfach Step by Step immer weiterentwickeln. Aber ich freue mich mal riesig über heute, dass es so gut gelungen ist. Wie sie also selbst sagt, ein paar gute Schwünge waren schon mit dabei und letztendlich haben nur 900stel auf einen Stockerlplatz gefehlt. Max, das kongeniale Trio vor Katharina Linsberger ist mit Vorsicht zu genießen. Eine Michaela Schifflin, ich glaube, da braucht man nicht drum herum reden, die dominiert seit Jahren in den technischen Disziplinen, aber auch eine Petra Vlhová und eine Lara Gut, mit denen ist immer zu rechnen. Ist das das Viergespann, das sich den Gesamtweltcup auch in diesem Jahr ausmachen wird? Ja, also da kann man gar nicht so viel mehr dazu sagen. Das wird wahrscheinlich so sein. Vielleicht gibt es eine Dame, die wir noch nicht auf der Rechnung haben. Auch das ist immer wieder möglich. Aber ich finde es lustig, dass die Kathi Linsberger sagt, ein paar gute Schwünge waren dabei. Ich meine, die Vierte war 900stel hinter denen. Ja, oder 900stel hinter einem Podestplatz. Was wäre dann erst, wenn die mehrere gute Schwünge dabei hat? Aber das wissen wir bei ihr eh. Also wenn die in Topform ist, wenn die in den Flow kommt, dann ist die auch von den anderen wirklich nur ganz schwer zu schlagen. Ich glaube, das ist sogar noch ein Schritt weiter, die Kathi Linsberger, zu diesen anderen dreien. Wobei das eine gewisse Majestätsbeleidigung ist, gerade bei einer Michaela Schifrin. Aber ich glaube, dass wir uns da auf einiges gefasst machen können heuer. Mhm. Eine Michaela Schifrin, die hat auch das Liebesglück gefunden mit Alexander Omot-Kilde. Glaubst du, dass sie das zusätzlich beflügelt? Man hört ja auch immer wieder von Profisportlern, die dann in prominenten Beziehungen sind, dass es dann Höhen und Tiefen gibt. Ja, genau, das stimmt. Also mir fällt der Dominik Thiem sofort ein. Man kann nie sagen, wie sich eine Beziehung auf das Privatleben, auf das Berufsleben, also auf den Sport auswirkt. Normal sagt man so eine
wenn man daheim oder im Herzen zumindest eine gute Basis hat, dann läuft es auch im Sport besser. Was bei den Skifahrern aber wirklich oder gerade bei den Abfahrern oft der Fall ist, man merkt schon, wenn die Väter werden oder die Abfahrerinnen Mütter werden, dann ist das natürlich ein Unterschied. Bei den Damen ist es seltener der Fall, weil die meistens dann schon die Karriere beenden. Bei den Herren ist es viel öfters der Fall. Die fahren ja relativ lang, die Abfahrer. Und da merkt man dann schon die ersten Rennen, dass die Überwindung dann schwerer zu finden ist, mal zu Beginn. So, Kathi Linsberger, abschließend vielleicht noch über die ganze Saison gesehen. Natürlich kann man nur in die Glaskugel blicken, aber wenn ich zurückblicke auf die Ski-WM in Cortina und die darauffolgenden Rennen, da ist sie sowas von befreit runtergefahren und hat eigentlich die Konkurrenz dominiert, teilweise eine Sekunde Vorsprung gehabt. War das die Form ihres Lebens und wie schwierig wird das sein, über die Saison nochmal zu bestätigen? Ich glaube nicht, dass das die Form ihres Lebens war. Ich glaube eben, wie gesagt, dass die schon die nächste Generation ist, was Fahrtechnik betrifft. Ich kann mir gut vorstellen, dass die heuer vielleicht, ich möchte sie nicht so sehr unter Druck setzen, das ist aber mein Problem, ja, weil es ist nicht so einfach. Aber ich glaube, dass die zu einer Seriensiegerin werden kann und ich glaube auch mit durchaus hohen Vorsprüngen. Aber jetzt wollen wir sie nicht so sehr unter Druck setzen. Wir sind einmal froh, wenn sie so gute Leistungen wie zuletzt in Sölden abliefert. Also Kathi Linsberger ist das Aushängeschild der Damen in den technischen Disziplinen und sie hat durchaus die Ambition, auch in diesem Jahr, um den Gesamtweltcup mitzufahren. Fans waren natürlich auch ein Thema beim Auftakt in Sölden. Lang hat es gedauert, aber rund 19.000 Fans haben sich an beiden Veranstaltungstagen dort eingefunden. Auch hier haben wir einen netten Beitrag zusammengefasst. Wie gefällt es euch denn bisher? Bisher muss ich sagen, ist alles bestens. Der erste Durchgang haben wir leider verpasst, aber das holen wir im zweiten nach. Ja, das ist natürlich schlecht, wenn man schon mal den ersten Durchgang verpasst. Gibt es einen Grund dafür? Aber kein Kommentar an der Stelle. Bleibt es mal mein Geheimnis, warum. Endlich wieder Normalität! Dazu. Ich schwitze perfekt. Also 10 von 10 Tagen. Es ist unglaublich schön. Da gibt es noch Schnee so früh in der Saison. Es ist fantastisch. Ja, wir haben das nicht in Michigan, so es ist wirklich besonders. Ja, es ist wunderschön. We are here for sport, but I think that party is very funny in Solden, okay? Wir kommen aus Vorarlberg, und da sehen Sie mir die Fans von der Kateria Liensberger. Und sind natürlich alle zusammen mega happy, dass wir wieder mit Fans da am Rettenbach ein super Rennen anschauen können. Von den rund 19.000 Fans hat es nicht jeder pünktlich auf die Piste geschafft, aber ich glaube, unterm Strich ist es wichtig, dass endlich mal wieder die Kombination aus Sportler und Zuschauer gegeben ist. Ich habe da auch so meine ganz eigene Theorie, warum der Herr dort den Durchgang versäumt hat. Ja, ich glaube, da war der Formel 1 Grand Prix vielleicht in der Nacht. Ja, oder ich glaube, es war so viel los. Ja, oder er wird schlecht geschlafen haben. Kann Stau. Ja. Nein, aber wie gesagt, schön, dass die Fans da dabei sind. Also müsste man fast schon wieder auf Holz klopfen. Wir wollen es aber nicht überstrapazieren. Man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Auch wieder mit Beschränkungen möglicherweise. Aber man sieht schon, das ist Skifahren in Rheinkultur, wenn die österreichischen Fans jubeln. Es gibt ja Rennen in anderen Ländern, wo wir viel weniger Zuschauer haben. Aber man hat gesehen, 20.000 Leute, also unfassbar eigentlich. Mhm. Ja. Und angesichts der Corona-Situation in Österreich, die sich wahrscheinlich auch ein bisschen erhöhen wird im Laufe des Winters, weil die Neuinfektionen ja täglich auch anschwellen, was könnte das für Auswirkungen auf heimische Rennen dann in Kitzbühel, Schladming und so weiter haben? Siehst du Licht am Ende des Tunnels, dass da eine volle Bude sein wird? Hoffen wir es, ja. Also ich bin kein Virologe, leider, aus finanzieller Sicht. Hätte ich mir in den letzten Jahren wahrscheinlich eine goldene Nase verdienen können. Nein, es ist nicht zu prophezeien. Also es ist ja auch nicht zu prophezeien, wie die Regierung reagieren wird, welche Regierung wir dann haben vielleicht. Also das ist alles schwer zu sagen. Ich gehe davon aus, dass die Zuschauer zu den Rennen kommen können, weil es im Freien stattfindet. Ob es dann Einschränkungen geben wird, wird man sich anschauen müssen. Aber man sieht halt eben, wie wichtig es ist. Stell dir mal vor, ein Kitzbühel-Rennen ohne Fans oder Schladming ohne Fans, das ist ja... Ja, das kann man sagen, der Sport soll im Vordergrund stehen, aber für die Sportler, das ist halt ihre Bühne, das sind sie die Rockstars, die Bühne
runterjagen sozusagen in Schladming zum Beispiel. Und das ist ganz wichtig, ist eine Mischung, wenn da eine Zutat fehlt, ist es einfach nicht mehr so gut. Also man sieht, es hat positive Auswirkungen auf die sportliche Leistung der ÖSV-Athleten, die sich auch durchaus gefreut haben über die Teilnahme von Zuschauern. Es geht schon wieder los. Letztes Jahr war der Raum doch sehr ruhig. Ja, freue mich drauf, dass die Fans da wieder richtig mitgehen. Und ich habe es schon mal gesagt in den Interviews, sind so ein bisschen ein Multiplikator für Emotionen. Und ja, das finde ich cool. Ich freue mich riesig, dass Zuschauer wieder da sind. Mir bedeutet das sehr viel, weil sie mich auch anspornen. Und ich habe wirklich auch Freude, wenn man sich gemeinsam erfreuen kann. Und ja, es ist wunderschön und ich freue mich natürlich über alle, die mir die Daumen drücken, sowohl vor Ort als auch vom Fernsehen. Alles, was man sich wünscht als Rennfahrer, eben dass die Fans wieder vor Ort sein, ist schon richtig cool. Und bei dem Wetter noch ein Rennen zu fahren, ist ja, sehr, sehr cool. Bei mir ist es das zweite Mal, dass ich da starten darf. Dann heißt es das erste Mal heuer mit Zuschauern, also meine Familie kommt da und ich freue mich schon sehr drauf. Ja. Es wird Zeit, dass wieder losgeht und dass wieder Leute an der Strecke stehen, ist ganz klar. Und ja, man, für mich, es ist ein Riesentaler, für erwarten wir jetzt nicht die Welt, aber ich möchte trotzdem zweimal lässig runterfahren. Ich habe es heute gerade zu meinem Servicemann gesagt, man merkt schon, es rührt sich wieder was, es ist ganz was anderes wie letztes Jahr das Rennfahren. Mir gefällt es auch für die Hoteliere, für die Unternehmen da. Ich glaube, es ist irrsinnig wichtig, dass das jetzt wieder alles ins Laufen kommt und dass das alles jetzt wieder funktioniert. Für uns natürlich richtig cool, wenn morgen oder übermorgen der Kessel wieder bebt. Ja. Im ein oder anderen Gesicht hat man durchaus das Strahlen gesehen, dadurch, dass Zuschauer wieder zugelassen sind. Franziska Kritsch zum Beispiel, die hat das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Also da merkt man schon die positive Reaktion auf das, was man ein Jahr nicht hatte. Ja, sonst ist es ja auch wie ein Trainingsrennen, man muss ja ehrlich sagen. Also wenn die Zuschauer dabei sind, dann hat man ja erst dieses Kribbeln. Und das ist ja das, man muss sich auch vorstellen, die Sportler, viele daheim werden das vielleicht nicht wissen, die zeichnen ja oft im Kopf auch die Emotionen und die sie fahren ins Ziel und sehen den Einser aufleuchten, das zeichnen sich die ja im Kopf vor, das trainieren die ja ein. Die wollen ja ihren Körper auf Sieger einstimmen. Da ist sehr viel psychologische Arbeit dabei. Und bei all diesen Bildern, die sich die eintrainieren, sind Zuschauer da im Hintergrund, die jubeln. Mhm. Und das ist natürlich das Entscheidende. Und das macht das Ganze für sie auch noch einmal interessanter. Sonst ist es ja eigentlich wie ein Trainingslauf auf einer Trainingspiste. Ja? Und dann hast du halt ausländische Beteiligung dran. Ja? Insofern, es ist schon entscheidend. Die müssen Fans dabei haben, sonst ist es nicht so viel wert. Ja, also wir hoffen natürlich, dass in dieser Saison Zuschauer immer zugelassen sein werden, umso mehr, desto besser. Ein ganz anderes Thema beschäftigt uns auch in den vergangenen Wochen, nämlich das neue Präsidium rund um Roswitha Stadlober, die von Generalsekretär Christian Scherer und auch Finanzreferent Patrick Ortlieb unterstützt wird. Ein Dreigespann, das nicht zu erwarten war, weil Karl Schmidhofer hat ja eigentlich die Geschicke von Peter Schröcksnadel übernommen. Ist dieses Tohuwabohu gut, schlecht, wurscht für die ÖSV-Athleten? Naja, also man muss einmal vorweg sagen, der Karl Schmidhofer, dessen Abgang, mit dem war ja nicht zu rechnen, so in der Form, er hätte das sicher auch sich anders vorgestellt. Ich glaube, dass die Lösung jetzt eine gute ist. Ja? Bin da überzeugt davon, dass das gut funktionieren wird. Und das Kuriose ist ja genau, wie das Ganze entschieden wurde, war ich gerade mit dem Peter Schröcksnadel Fliegenfischen. Und da haben wir natürlich auch drüber geplaudert. Aber es ist schon witzig ist das falsche Wort, aber es ist schon wirklich kurios, dass der Peter Schröcksnadel so viele Jahre Präsident war. Er hat zum Abschied von den Athleten also einen riesen, wunderschön gestalteten Bildband geschenkt bekommen, der Peter. Und den habe ich durchgeblättert, was die da so für Dankesworte reingeschrieben haben. Und da steht auch eben drin, wie viel Olympiamedaillen er beteiligt war oder Präsident war, Weltcupsiege und so weiter. Also alles unfassbare Zahlen, kann man sich nicht vorstellen. Die sind natürlich sehr, sehr hoch. Und es ist schon irgendwie vielsagend, dass seine Nachfolge danach nicht zur Reibung, dass das nicht eins zu eins so weiterläuft, dass nicht der Nächste kommt, der das jetzt alles in die Hände nimmt. Man muss auch sagen,
es wird da auch ein bisschen ein Umdenken beim ÖSV geben müssen. Man kann sich ein bisschen vorstellen wie bei einer guten Fußballmannschaft, wenn da jahrelang der gleiche Trainer ist und dann kommt der Neue, man muss da ein bisschen was ändern. Ja? Weil du kannst von keinem verlangen, dass er jetzt sofort in diese Fußstapfen tritt und die gleichen charakterlichen Vorzüge und Eigenschaften mitbringt. Ja? Aber sind das jetzt Fußstapfen, die man gerne reintritt, weil der ÖSV einfach von selbst eh gut läuft, oder ist das dann doch eine Hammeraufgabe für Roswitha Stadlober als erste Frau, muss man auch sagen? Das finde ich übrigens ganz super. Also das finde ich echt wichtig und das freut, glaube ich, auch den Peter Schröcksnadl sehr, weil er ja da oft ins schiefe Rampenlicht gerückt worden ist. Oder gerade der ÖSV, er ist vielleicht übertrieben, aber der ÖSV. Und es zeigt mal als ÖSV, dass man überhaupt nicht so ist. Und ich habe das auch jahrelang dort miterlebt. Da war der Respekt vor Frauen immer sehr groß. Das war meine Erfahrung zumindest. Und man sieht, wie groß er ist, indem es eine Frau Präsidentin geworden ist. Das finde ich super. Und noch dazu eine absolute Fachfrau. Also ich glaube, ist eine gute Entwicklung. Und wie gut ist auch diese Aufteilung der Kompetenzen deiner Meinung nach? Ist das geschickt von ihr, dass sie das so kommuniziert und nicht sagt, ich nehme die komplette Last auf mich? Ja, ist geschickt zum Start. Schauen wir mal, wie sich es entwickeln wird. Bei sowas bin ich immer ein bisschen skeptisch. Man muss das ein bisschen abwarten, wie sind die Erfolge da. Sind die Erfolge im ersten Jahr nicht da, werden vielleicht auch vermeintlich gute Konstruktionen oder Konstellationen dann wieder hinfällig. Aber ich glaube, das wird gut laufen und man kann ihnen eigentlich eh nochmal die Daumen drücken für den Start. Dadurch, dass du mit ihm fischen warst, also mit Peter Schröcksnadl, hat er vielleicht ihn auch in Erwägung gezogen, den ÖSV dann irgendwie wieder zu unterstützen, beizutreten, oder ist die Geschichte für ihn erledigt und er lehnt sich jetzt mehr oder weniger zurück? Ich glaube, beim ÖSV ist ohnehin klar, wenn es große Fragen gibt, wo man Expertise braucht, wird man den Peter immer ein offenes Ohr haben. Aber was man ja kaum glauben kann, ist, dass er noch erfolgreicher als Fliegenfische ist, also als ÖSV-Präsident, wenn das überhaupt möglich ist. Aber ich habe das eben erleben dürfen, wie gut der Peter am Fluss unterwegs ist. Und das ist auch spannend. Also wir waren zu dritt und einer von uns war 50, ich bin so um die 40, der Peter ist ja über 80 und er war immer als erster am Fluss, ist am schnellsten die Hügel durch den Wald runterkraxelt und war auch im Fluss am beweglichsten. Also da kann man nur den Hut sehen, wie der noch in Form ist. Also ein richtiger Fidschi-Pfeil, Peter Schröcksnadl am Fluss, aber auch Roswitha Stadlober, die war richtig schnell unterwegs in Sölden und behind the scenes Kameras haben sie verfolgt. Ein gelungener Auftakt für ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober. Abschließend, Max, werfen wir auch noch einen Blick in die Glaskugel, was das Sportliche betrifft. Denn am nächsten Wochenende stehen bereits die Parallelbewerbe in Lech-Zürs auf dem Programm. Grundsätzlich einmal, Parallelbewerbe haben Diskussionen hervorgerufen. Gerade in Cortina war der blaue Kurs, glaube ich, langsamer als der rote. Das heißt, die Fairness hat darunter gelitten. Dann diese eine halbe Sekunde, die maximal als Rückstand gewertet werden kann, ist das für dich ein Wettbewerb, der auf längere Sicht gesehen Bestand hat? Also auch da tue ich mir ein bisschen schwer. Ich weiß, dass es nicht ganz so ernst genommen wird, auch unter den Athleten und Betreuern nicht. Ich glaube, dass es ihnen Spaß macht zum Teil. Aber es hat ja dann so lächerliche Versuche gegeben wie 15-Sekunden-Läufe irgendwo. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Also da brauchen sie sich nicht einmal die Ski anschnallen. Das ist sinnlos, dass man in irgendeiner Stadt fährt und da ein kurzes Juxrennen macht, nur damit man den Skisport in die Millionenstädte trägt. Das finde ich nicht. Das hat nichts mit dem Ski-Weltcup zu tun. Längere Parallelrennen. Ich weiß nicht, jeder, der sich ein bisschen auf den Bergen auskennt, weiß, es wird ganz selten zwei exakt gleiche Kurse geben können. Mhm. Das ist nicht so einfach, weil ja natürlich man von der Topografie des Berges ein bisschen abhängig ist. Ja.
wenn die Kurse gleich lang sind, es hat schon was Cooles, die Leute gegeneinander fahren zu sehen. Ich mag das schon irgendwie auch gern, wenngleich ich immer dieses Gefühl habe, okay, wenn der einer verliert, ja, so ärgern tun sich die dann auch nicht. Dann, ja, es war halt wie ein Trainingslauf noch für sie so mit. Und sobald man diesen Eindruck bekommt, ist für mich eigentlich die Entscheidung klar, dann sollte man es nicht machen. Ja. Also ein Wettbewerb, der durchaus Diskussionen hervorgerufen hat, aber im Vorjahr war es durchaus actionreich in Lech-Zürs. Und auch hier haben wir eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten Geschehnisse. Im vergangenen Jahr waren Alexis Pöntyrou und auch Petra Vlhová erfolgreich. Aus rot-weiß-roter Sicht gab es keinen Stockerlplatz. Abschließend vielleicht nochmal die sportliche Komponente. Du hast schon gemeint, den Sportlern ist vielleicht eher wurscht, wenn sie ein schlechtes Ergebnis in diesem Wettbewerb, in dieser Disziplin einfahren. Aber tut man dem Körper da überhaupt was Gutes, wenn man ihn ohnehin nochmal zusätzlich belastet mit diesem Wettbewerb? Ja, da bin ich auch wieder vorsichtig. Trainieren tennen sie auch. Also kann man so oder so sehen. Ich würde halt, es ist immer die Frage, reist man extra wohin? Ja? Weil dann ist das erstens nicht besonders umweltfreundlich, muss man mal Punkt 1 ganz ehrlich dazu sagen. Und zweitens, dann ist wieder mehr Belastung. Ja? Aber hat man einen Ort, wo man ohnehin ist und fährt dann dort noch ein Parallelrennen, weil man einfach auch als FIS ja schauen muss, dass der Skisport irgendwie nicht komplett stehen bleibt und da auch irgendwelche Innovationen hat, soll man es ruhig mal ausprobieren. Wie gesagt, ich persönlich habe noch immer den Eindruck, dass es den Athleten nicht so wichtig ist. Ja, vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht sagen die jetzt alle, der ist ein Verrückter, das sind die lustigsten Rennen. Es wird ein paar geben, die besonders darauf abfahren. Ich glaube, dass das Gros der Skifahrer sagen wird, naja, es ist halt ein Training, für das es Weltcup-Punkte gibt. Wenn ich da ein bisschen weiterkomme, ist es cool. Wenn ich in der ersten Runde ausscheide, na mein Gott. Ja, so, ich glaube, dass es so ist. Ich bin mir da ziemlich sicher, ehrlich gesagt. Naja, also ganz sicher kann man sich nicht sein. Trotzdem, der Parallelwettbewerb ist das Nächste, was auf dem ÖSV-Kalender dann auch stehen wird. Max, besten Dank für die Teilnahme hier im Studio. Der Auftakt von Steilhang, das wird Sie bis Ende März auch mitverfolgen, denn wöchentlich gibt es jetzt am Donnerstag um 19.40 Uhr immer eine halbstündige Ausgabe, wo Sie up to date bleiben. Ab nächster Woche dann mit meiner Kollegin Michael Mayer. Schönen Abend. Boom, 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 boom.